Juju, ein neuer Stream auf Twitch am Neujahrstag 2022 und eine neue Mini-Aufzeichnungsstaffel für die YouTube-Leute. Willkommen an alle, die live dabei sind oder die sich alles im Nachhinein angucken. Oh Gott, was für ein schlechtes Omen. Ich würde gerne sagen, mal gucken, was wir heute reißen. Wir werden sicher ganz viel reißen. Da ist aber meine Panne, Leute. Ihr seid hier abergläubisch. Eine angeblich zufällige Panne. Haben wir irgendwas falsch gemacht? Zu wenig Karma bekommen? Leute, gibt es Zufälle im Leben? Was meint ihr? Ich frage mal die Twitch-Zuschauer. Gibt es Zufälle im Leben? Müssen wir jetzt Angst haben? Oh, es geht schon weiter. Ist das wiederum ein gutes Omen, das so schnell weitergeht? Gibt es keine Omens? Oder gibt es nur Amens? Wollen wir als Vertreter der Heiligen Kirche, welcher auch immer, ablehnen, dass es Omen gibt? Oder können die Leute, die Amen sagen, glauben die auch an Omens? Das sind einige der Fragen, die man stellen kann bei unseren geruhsamen, tiefenentspannten und tiefphilosophischen Fahrten quer durch den wilden Westen. Es gibt genug Gelegenheiten, wenn man rausguckt aus dem Fenster auf die Natur und sich den frischen Wilddampf und Rußwolken durch die Nase ziehen kann, die durchs geöffnete Fenster ins Gesicht wehen und das Gesicht schwarz malen. Genug Gelegenheiten noch, ein bisschen herumzuphilosophieren und dummes Zeug zu labern. Willkommen bei WB. Dafür bin ich ja bekanntlich spezialisiert. Dummes Zeug zu labern oder solches, das, wo man sich drüber streiten kann, ob man gerade bezaubert wird, ob man klüger wird oder ob man hier gerade nur wortreich verdummt. Liebe Grüße an alle, die dabei sind. So, danke an Black Panther, 4 Abos verschenkt, an The Real Erich Sam, an The Zip, an Thunder 07 oder O7 und an Rio. Danke an Matze nochmal. Vielen Dank nochmal an Matze. Frohes Neues euch allen. Ja, es wird ein tiefer Zug Rauch Abend von 8 Uhr. Es ist der wilde Westen. Viel Spaß. Liebe Grüße an den Ruß in deinen Lungen. Wie geht's weiter? Wir haben unfassbar viel Geld auf der hohen Kante und wir haben schon wieder unglaublich viele Forschungspunkte. Mal gucken, was wir damit machen. Neue Bewerber brauchen wir nicht. Wenn wir Loks verkaufen, Werteverlust reduziert, da könnten wir ein paar Lok-Upgrades machen. Brauchen wir im Augenblick auch nicht mehr. Ich glaube, wir warten nochmal, was als nächstes freigeschaltet wird. Brauchen wir auch nicht. So, dann lasst uns mal ein bisschen bauen, ihr Lieben. Also, wir haben die große Verbindung gemacht. J. Fuchs, hi. Danke dir fürs 17. Abo. Frohes Neues auch an dich. Die Riesenverbindung gebaut von New Orleans rauf bis nach... bis nach San Francisco. Wir haben eine Stichstrecke gemacht hier rauf. Wir könnten sogar jetzt schon eine Strecke weitermachen. Von New Orleans rauf. Wir waren ja zuletzt lange gefahren. Oh, guck mal, das war eine lange Strecke. Nee, wir können hier rauf. Wir können eine Stichstrecke nachher machen. Wir wollen ja auf jeden Fall noch die Ostküste lang. Wir können von hier über Atlanta rüber The Cranham. Hi, 20. Abo. Frohes Neues an dich nochmal, The Cranham. Frohes Neues. Rauffahren über Atlanta nach Charlotte, nach Washington, nach New York, nach Portland. Das können wir machen. Und später können wir noch eine Stichstrecke machen. Vielleicht schaffen wir beides von New Orleans rauf. Über Memphis nach Nashville, nach Indianapolis. Und vielleicht noch eine vierte Strecke, die dann die Verbindung macht. Indianapolis. Indianapolis, glaube ich. Medienspionage, Dankeschön. 5 Abos gehen raus an Chaos Gott, an Alerison, an Ratari and Roya und an Genberg Frühling. Danke an die Medienspionage. Halt deinen Nächsten weiterhin schön steif im Laufe dieses Jahres. Danke dir. Von Indianapolis rüber in Pittsburgh die Verbindung nach Washington können wir machen. Da hätten wir eine Stichstrecke. Von hier ein Stück in der Richtung Westen. Und hier würden wir von New Orleans über Memphis, Nashville, hier rauf Chicago. Das könnten wir machen. Lass uns mal als erstes die Verbindungsstrecke. Das finde ich alles cool. Das sollten wir alles machen. Und zuerst ziehen wir eine hier rechts rauf. Wir haben nämlich 10 Millionen auf der hohen Kante. Da kann man mit arbeiten. Nochmal an alle, die reinkommen. Ich kann nicht alle, ich müsste eigentlich hier alle 60 Sekunden frohes Neues wünschen. So oft ruft man mir das entgegen. Ob ich sagen würde, dass ich durch dieses Spiel viel über die Geografie der USA gelernt habe? Ich glaube nicht. Am meisten habe ich über die Geografie der USA gelernt als Kind beim Brüten über Landkarten. Ohne Scheiß. Eines meiner Hobbys als Kind war, freiwillig, nicht im Schulunterricht, sondern an den Nachmittagen,
ohne Scheiß jetzt, die Nase in meinem Schulatlas zu stecken, den kann ich euch nicht zeigen. Ich habe irgendwo meinen uralten Schulatlas noch. Die Nase in den Schulatlas zu stecken und Karten anzuschauen, das konnte ich stundenlang. Eine ganze Nachmittage über Karten brüten. Diese Karte, eine Karte der gesamten USA, habe ich als Kind, das war eine Schulaufgabe, abpausen müssen auf Transparentpapier. Da haben wir so, kann ich euch noch zeigen. Ich habe im Schulatlas, suche ich gleich, vielleicht finde ich den gleich mal. Da habe ich so, ja natürlich, ich guck mal, erinnert mich mal nachher dran in der Aufzeichnungspause. Da hatten wir so Chaos, also so ein Gitter, so ein Raster gemacht, mit Bleistift gezogen über so eine USA-Karte, abgepaust und nachgezeichnet und eine Karte gemalt. Da habe ich am meisten gelernt, genau. So, also hier gehen wir, ziehen wir einmal rauf. Das können wir jetzt machen. Und ich glaube, wir müssen bei denen, sollen wir hier anfangen, Depots einzuplanen, mal überlegen. Fleisch wird hier noch nicht, so weit kommen wir, glaube ich, nicht. Das ist zu umgedacht. Die Strecken hier, die Orte sind noch so klein, bis die Nachfrage genügend haben. Alles noch die Grundgüter, das ist alles zu früh. Und wenn wir Depots bauen würden, oben und unten könnte man immer noch machen. So, wir bauen hier oben einen Bahnhof mit Stellwerk in die Mitte. Hier so hin. Wir ziehen mal hier eine Verbindung hier rauf. Atlanta, Charlotte, Washington, New York. Auf dieser Seite der, wie wird das ausgesprochen? Appalachen? Ich sage immer die Appalachen. Ich weiß nicht, wie, was der Amerikaner, die Amerikanerin sagt. Ich sage immer, das sind die Appalachen. Dieses riesige Küstengebirge. Wie heißt das? Wie wird das? Also ich sage immer, das sind die Appalachen. Hier geht's rauf. Verbindung runter. Warum ich Jackson will nicht mitnehmen, weil das ein riesen Umweg wäre. Guck mal, hier runter und dann wieder hoch. Das ist ja absurd. Wir können mal eine Stichstrecke irgendwann bahnen, aber mitnehmen, guck mal. Da müssten wir dir im Dreieck schicken. Das können wir immer noch später machen. Man kann ja nur anbauen an bestehende Strecken. Ziehen wir hier mal runter. Wir machen hier wieder in der Mitte rauf und runter. Die Expressstrecken. Hier rüber. Hier auf die andere Seite bitte. Dann im Bogen da oben hin. Müssen aufpassen. Dann die Kurve rüber. Kommen wir rein, das ist ja, die Abfahrt ist hier, Kopfbahnhof, da kommen wir hier rein. Das sollte gleich, glaube ich, fast schon auf Anhieb klappen. Dann noch eine Parallelstrecke daneben. Boah, sind viele Leute da. Liebe Grüße, frohes Neues an alle, die da sind. Ihr seht ja, was wir spielen. Wenn ihr euch nie fragt, was ist das für ein Spiel, schreibt in den Chat rein, Ausrufezeichen, Game. Der Erste, der schreibt, bekommt eine Antwort. Die anderen müssen lesen, was dann ausgelöst wird. Ausrufezeichen Game. Ja, gerade hat der Erste schon. Am schnellsten war Apple. Apple. Machen erstmal ein paar Pünktchen. Steigung ist okay. Da machen wir das ein bisschen höher. Wir wollen ja vor allem mitfahren. Deshalb gehen wir hier ein bisschen hoch. Kleiner Damm hier vorne.
Wie sieht die Brücke aus? Gut. Sieht alles gut aus. Das können wir auch machen. Ich setze hier mal einen kleinen Punkt rein. Dann geht es hier und macht den einen Ticken höher. Dann ist die Steigung gleichmäßig. Oder wird er da ein bisschen weiter nach oben, nach links? Sehr mit zufrieden. Sehr hübsch. Ah, zauberhaft. Ja, ist gebongt, ist gekauft. So wird das gemacht. Dann die nächste. Daneben. OWB der Riese. Entschuldigt bitte, wie peinlich. Habe ich die ganze Zeit mich riesengroß gemacht und das schon minutenlang? Leute, ihr könnt die echt noch viel früher quengeln, wenn ich das mache. Das mache ich, wenn ich so länger spiele, niemals mit Absicht. Das ist irgendwie... Das ist, wenn ich nicht auf meinen Kontrollbildschirm gucke, weil ich mich... total auf ein Spiel fokussiere. Wenn ich so, also das passiert vor allem dann, entweder wenn ich müde bin, nachdem ich schon zu lange gespielt habe, oder wie in dem Fall, wenn ich voller Begeisterung dabei bin, dass ich mal wieder das Spiel zocken kann und dann irgendwie aus lauter Begeisterung dafür kleben bleibe. Frohes neues Jahr an alle, die gerade reinkommen. Parallelstrecke. Kerzengerade geht es hier einmal durch. Parallelstrecken sind immer ein bisschen billiger im Bau. Eventuell die Notwendigkeit, von hier rechts nochmal extra was zu fahren. Sehr unwahrscheinlich, kann ich mir nicht vorstellen. Das wurde bestätigt. Dann bauen wir Versorgungstürme und Signale. Das ist eine Strecke, das ist wieder so eine Einbahnstraßen, eine eingeleiste Strecke hier. Wird das Vieh mal irgendwann irgendwo hingebracht? Weiß man nicht. Aber die Strecken werden nicht benutzt, werden wir die... Wir könnten die Viehstrecke hier auch mit dazu nehmen. Nachher, das könnten wir machen. Jetzt kommen die... und wenn wir das hier links, das Vieh reinbringen lassen, könnte man vielleicht das hier auch an dem Versorgungsturm beteiligen lassen. Die Milch wird sicher hier irgendwann auch reingebracht. Zucker wahrscheinlich auch. Das hier für so einen Versorgungsturm hingesetzt. Die könnten dann, könnte dann das alles hier versorgen. Nicht zu spät hier dran. So. Dann die Signale bitte. Das ist die... Oh, das war verkehrt rum. Peinlich. Muss ich gleich wieder korrigieren. Genau verkehrt rum gebaut. Ein Mann in beide Seiten. Die Fahrer gucken immer auf das Signal, das, auf die Signale, die rechts von ihnen sind. Nicht die, die links von ihnen sind. Nur umgekehrt. Medienspionage, habe ich deine 5 Abos eben mitbekommen, die du verschenkt hattest? Habe ich das übersehen? Das ist ja super peinlich. Habe ich übersehen, ne? Weil ich so im Spiel versagt war? Entschuldige bitte. Vielen lieben Dank nochmal an Medienspionage. Ich kann nicht mehr sehen, wer von den 5 Beschenkten und von mir ein ganz dickes Dankeschön. Medienspionage, sehr, sehr lieb. WB hat nur gezockt. Danke an die Medienspionage nochmal. Habe ich eben übersehen, ne? Hier.
So, jetzt passt's. Und hier oben bitte nochmal. So. Dann verteilen wir das Vieh, werden wir sicher auch hier reinschicken. Dann können wir hier noch einen Versorgungsturm hinpacken. Eventuell, wenn wir sogar die hier so damit anschließen, das könnte ich mir vorstellen. Einmal hier. So, das funktioniert. Jetzt verteilen wir doch gleichmäßig Signale auf beiden Seiten in bestimmten Abständen. Hat geklappt? Ja. Alles gut. Jetzt noch hier eins, noch verlassen. Von hier noch eins. Damit die, wenn die rausgefahren sind, wenn das klar ist, das ist ja nicht mehr länger geblockt für andere. So. Perfekt. Dann würde ich gerne noch, jetzt wollen wir auf jeden Fall ein Wartungsgebäude hier reinpacken. Speichern wir einmal ab mit F8. Kannst du falsche Signale nicht mit einem Klick in der Ansicht hier löschen oder musst du wirklich jedes Mal raus? Weiß ich nicht genau. Also es gibt auch irgendwas, wenn man das direkt anklickt, das Signal, oder mit der Maus drüber geht und dann irgendwie noch eine andere Taste gedrückt hält, dann kann man die auch so wegmachen. Aber war ich zu faul nachzugucken eben. So, und dann noch die Verlängerung weiter von Atlanta rauf nach Charlotte. Oder wir sorgen hier erstmal für die kleineren Geschichten wir fahren, wisst ihr was? Wir bringen erstmal Mais und Vieh und so weiter hier rein und dann bauen wir weiter. Mais wird überall nachgefragt. Hier in jeder Stadt wird Mais nachgefragt. Wir können auch hier eine Stichstrecke raufbringen schon mal. Lass uns das machen. Ein Stichbahnhof hier rauf. Oh, hier unten ist noch Getreide. Getreide wird, glaube ich, auch überall nachgefragt. Mhm. Es sind sehr viele Güter, die man oben dahin bringen kann. Mehr als ich dachte. Ich denke deshalb darüber nach, weil, da könnten wir auch Folgendes machen. Wir könnten hier die ein bisschen umlegen. Hier für zwei Platz machen. Und die beiden hier nach links hier schieben. Das können wir auch machen. Weil die Frage ist, ob von hier überhaupt irgendwas hier hingebracht wird in der Atlanta. Und das glaube ich nicht, wegen den Appalachen. Ich kann mir das hier, ich weiß nicht, ob da jeweils hier Obst und Holz... Oder wir packen... Naja, komm. Ich leg die nach oben rum. Der hier kommt bitte schön hier hin. Der kommt hier hin. Dann müssen wir noch mal in den Signalbau rein. Jetzt ist wieder alles okay. So. Jetzt wieder hier oben hin. Ist aber nicht böse, Basti. Wenn ich gerade aufzeichne, dann immer nur fragen,
beantworte ich keine Fragen zum Spiel, aber nachher in den Pausen zwischendurch, in den Plauderpausen, wenn die YouTube-Leute nicht dabei sind, dann gerne. Einfach dann nochmal fragen. Und so, dann setzen wir hier den nächsten Bahnhof hin. Und zwar ein... Der und hier oben gondelt man hin und zurück. Hier ist gar keine Fabrik drin, so klein ist das. Ich glaube, da arbeiten wir mal ohne Stellwerk. Da setzen wir einfach einen normalen Bahnhof rein. Kommt ein normaler Bahnhof rein, den drehen wir so. Dann geht's oben hin. Zwar hier hin. Arbeiten wir auch mit einem extra Versorgungsturm noch. Das ist Quatsch, die Kurve extra groß machen, nur um einen Versorgungsbahnhof zu sparen. Hoppla, was war denn das gerade? War ich nicht! Ich setze mal ein paar Punkte mehr, dann haben wir weniger, dann passt sich die Strecke besser an die Landschaft an. Ja, so kann man das machen. Ich würde nur einen kleinen Damm ein bisschen vielleicht nur erhöhen, weil dann... Ach, da, dann verschiebt sich das so. Ich habe gar nichts gemacht. So. Seltsam. Einmal kaufen. Da lassen wir jetzt einen Personenzug hin und her fahren. Können wir sofort mal machen. Ein Signal hier vorne bei der Einfahrt. Brauchen wir sie garantiert, falls das da oben mal irgendwann geblockt ist. Hier. Einmal daneben auf der anderen Seite. Kanisha. Einfach mal gesetzt. Die Versorgungstürme. Nachher. Dann ziehen wir hier, dann kommt noch Mais rein. Mais nach links und nach rechts. Vieh auch von hier unten das Getreide hier rein. Den setzen wir schon mal in die Mitte. Der wird irgendwann mal beide versorgen hier. Zweigleisig. Dann geht
einmal Getreide direkt nach Jacksonville rein. Und zwar hier rein. Und dann setzen wir einen Versorgungsturm hier vorne hin. Mais plündern, sehr witzig, Northbaum. Einmal hier hin. Dann wieder Signale. Wir werden garantiert auch wieder mehrere sein, die hier fahren, aber im Augenblick noch nicht. Hier vorne durch, hier rein. Brauchen wir noch nicht. Noch bleibt alles so. Dann fährt jetzt der erste Zug hier ab. Achso, weil dann brauchen wir allerdings hier einen in dem Bahnhof auch eine, na wie heißt es, so ein Wartungsgebäude, sonst klappt das nicht. Falsches Gleis angeschlossen, wieso denn das? Nein. Wieso ins falsche Gleis angeschlossen? Alles gut. Verstehe ich nicht. Und den nach rechts, weil hier die Fahrt nach Jackson läuft, Jacksonville, und das linke Gleis, dann geht's gleich rüber nach New Orleans. Hallo Colonel Sandfurz. Danke fürs 8. Abo. Liebe Grüße an dich. Danke an Xelron fürs 2. Abo. Liebe Grüße auch an dich. Danke an Xelron und an den Colonel. Dann kommt jetzt hier ein, fährt schon mal ein Zug ab, bitte. Und zwar eine Frachtlok, die hier abgeht, bitte. In Martin Farm Getreide mitnimmt. Und bitte rüber gondelt mit nach, bis nach Jacksonville. Und da geht es leer zurück. Darauf lege ich großen Wert. Nicht irgendwelchen Mist bauen hier. So. Und dann noch ein zweiter Zug, der von Jacksonville rauf nach Atlanta immer Personen hin und zurück bringt. Und das macht irgendwie eine kleine flinke Expresslok. Wo habe ich denn eben die Consolidation gekauft? Ach, aus Gewohnheit, das ist gar nicht mehr die aktuelle, ne? Oder wo habe ich die denn gerade gekauft? Ist eigentlich egal, ne? Die wäre billiger gewesen, die Baldwin. Wäre billiger gewesen, hätte bessere Werte gebracht, ne? Nee. Hätte auf der schnellen Strecke schneller beschleunigt. Ist eigentlich vollkommen egal. Zuverlässigkeit von der ist größer. Die wird gleich wieder umgetauscht. Warum habe ich denn aus Versehen die... Also kann nur... Es kommt dann, wenn man wenn ein paar Stunden zwischen dem letzten Lokkauf und dem hier sind. Zug verwalten, Lok austauschen. Wo geht das? Irgendwo hier links geht das. Wo geht denn hier Lok austauschen? Hier. Die ist mir zu teuer. Aber die kann man nehmen. Bekommt sogar noch Geld retour. Vorne wollten wir jetzt die neue Strecke machen. Eine Personenlok brauchen wir. Und das war die flinkeste hier, ne? Mhm. Tollste Fahrgastwertung. Die kaufen wir. Zuglinie einmal von hier rauf bis hier hin. Nur Express, wenn ich bitten darf.
in Jacksonville. Also wenn nicht zwei Waggons zusammenkommen, dann bitte kein Abtransport. Oder? Ja. Dir vorne? Ist egal. Nee, einer. Einer muss mindestens da sein. Weil wir wollen da oben auch nicht alles blocken. Da fahren so viele andere Züge noch auf dem Gleis eventuell. Eine Uhr. Die haben ja vier Gleise zur Auswahl. Einer mindestens erstmal zum Start. Das ist dann die Expressstrecke. Ja? Jetzt fahren wir einmal mit. Über welcher der beiden Loks wollt ihr mitfahren? Welche ist euch lieber? Ich würde gerne hier mitfahren, würde ich sagen. Da fahrt mal einmal einen Blick Florida rechts und links. Ein Blick auf den Ozean auf beiden Seiten. Abfahrt. Blick auf ein paar Alligatoren rechts und links, ganz genau. Wir bringen Getreide rüber nach Jacksonville. Von Jacksonville aus nach New Orleans fährt ein Expresszug. Die Passagiere können im Augenblick noch nicht umsteigen, daran arbeiten wir noch. Ist Florida nicht ein Sumpf? Ja, irgendwas in der Art. Also es ist eine Halbinsel. Die Feinde von Florida sagen, es ist eine Halbinsel, die Sumpf ist. Und die Leute, die Florida hassen, sagen, es ist ein Sumpf, der zufälligerweise auch eine Halbinsel ist. So ist der Blick in alle Richtungen. Sehr sumpfig sieht es hier im Moment nicht aus. Da sehen eher Steine überall, ne? Schön, dass ihr alle da seid. Frohes Neues an alle, die später gekommen sind. Wir fahren bei Railway Empire im Süden der USA hin und her und Bahnen sind schon ziemlich weit. Haben ein großes Netz gebaut und fahren in das neue Nest, das wir dem Netz angeschlossen haben, hier rein nach Jacksonville. Wir bringen erstmals Getreide hin, dann kann die Stadt auch mal wachsen. Bürger werden ja schon abtransportiert. Die andere Strecke, die ja Kerzen gerade bis zum Horizont führt, ist die neue Passagierstrecke, die Jacksonville und New Orleans miteinander verbindet. Die wollen wir auch mal fahren. Gehen einmal rüber gucken. Achso, ich würde auch. Moment. Wem gehört das hier? Lohnt es sich, das zu kaufen? Na, ist schon teuer. Würde ich jetzt nicht mehr machen. So, und jetzt würde ich gerne hier mal die Rückfahrt machen. Wo ist der Zug denn hier? Ist der keiner? Ah, der ist schon angekommen. Cool, und mit dem fahren wir jetzt die Rückfahrt. Mit der Passagierstrecke. Einmal zurück und gucken, wie das dann auf der anderen Seite aussieht. Ganz schön hin und her. Die Verbindung ans allgemeine Netz ist noch nicht da, aber das kommt noch. Jetzt düsen wir rauf nach Jacksonville. Bin gespannt, ob noch ein paar weitere Passagiere da sind.